Er hatte doch wieder keinen gehabt. Ich schreibe ein Stück Geschichte. Dunwall steht an der Schwelle eines neuen, besseren Zeitalters. Und ich, alter Seemann, spiegel dabei eine Rolle. Ich bezweifle, dass sich jemand erinnert, die ehrwürdigen Männer, die das hier vollbracht haben, sind die wahren Helden. Und das quirlige junge Mädchen, das ihre Traurigkeit über den Tod ihrer Mutter so gut versteckt. Aber vielleicht wird jemand sich diese Aufzeichnung tatsächlich anhören. Und dann weiß er, dass ein bescheidener Seemann namens Samuel bei all dem dabei war. Oh, Sam, du bist so süß. Hi, Cecilia. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ich mag nicht, wie Sie mich ansehen. Warum nicht? Ich bin nicht dumm. Wenn Sie Leute loswerden wollen, bin ich die Erste, die geht. Cecilia! Das würde ich niemals tun mit dir. Mein Gott, was passiert hier? Lord Pendleton freut sich darauf, Sie zu sehen. Ich glaube, er nimmt gerade sein Frühstück zu sich. Okay, macht er das? Notiz des Kuriers. Maskita Mann, diese Notiz ist für Sie. Ihre Taten sind nicht unbemerkt geblieben. Neben Ihrem Bett finden Sie ein Paket und eine Notiz von dem, der wollte, dass Sie es bekommen. Ein demütiger Diener. Alle unerklärlichen Lichter und Geräusche sind die Anzeichen eines Kampfes. Okay. Okay. Ich grüße Sie, Corvo. Ich grüße dich auch. Vermutlich haben Sie für die nötige Lebhaftigkeit auf dem Maskenball gesorgt. Ja. Ich bezweifle, dass und ein für anderes die... Gesellschaftsereignis da mithalten kann. Ich habe aber auch dafür gesorgt, dass Sie alle Ihren Rausch ausschlafen konnten. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Gerne. Ich kann alles herstellen. Weiß ich. Fast alles. Du bist ja auch ein ganz, ganz Geschickter mit deinen Fingern, ne? Haftgranate, okay. Wir brauchen aber keine Haftgranate. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen werden. Erstmal, bevor wir was einkaufen bei ihm, ne? Werden wir gucken, was für ein Paket da bei uns im Zimmer angeblich liegt. Erstmal hören wir uns das an. Kupferkabel machen einen großen Unterschied. Fast 50% mehr Leistung. Aber das Walöl besitzt noch zu viele Unreinheiten. Ich muss versuchen, es selbst zu filtern, wenn dieser Idiot keine bessere Qualität liefern kann. Selbst die Akademie ist nicht in der Lage, es meinen Anforderungen gemäß zu raffinieren. Ich brauche etwas Neues. Mhm. Vielleicht hilft Holzkohle oder ein Filter mit mehreren Kammern. Das wäre keine schlechte Idee, ne? Ich bin mir sicher, dass mir die Antwort heute Nacht im Schlaf erscheinen. Bestimmt, bestimmt. Meine Arbeit am Joplin-Blitzpfeiler geht nur langsam voran, aber sie geht voran. Ja, immerhin, ne? Kann nicht jeder von sich behaupten. Handy, ich habe gehört, du willst reden? Geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt, eine Edelfrau dazu. Doch Boyle war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Ach, sie hat das gemacht? Also. Ich habe gehört, dass Sie für meinen Namen auf spektakuläre und für Sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Ja, und das fand ich nicht so cool dafür von dir. Danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier, bitte. Was ist jetzt los? Gibt's mir einen Knochenartefakt? Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für Sie. Glaube ich würden sofort. Sie gerne sehen. In Havelocks Quartier über der Bar. Eine Rune. Handy? Ich bedauere, dass meine Verbindungen keine große Hilfe waren. Wenn das hier vorbei ist, werden Sie meinen Wert schätzen. Okay. Achtung, Handy, ganz ehrlich, ich fand das nicht so cool, aber weil du mir ja eine Rune gegeben hast, da sind wir jetzt erstmal quitt. Was haben wir jetzt eigentlich an Runen? Haben wir genug für Vitalität 2? Jawohl. So, ich brauche sonst nichts. Der Rest ist ja Müll für uns. Warte. Badet nicht mehr. Hier gibt's auch nichts Neues mehr. Doch, da gibt's was Neues, guck mal. Okay. Hi. Corvo, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lordregent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt in den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lordregenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher,
des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Richtig so. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Piero hilft ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Als sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit ihnen gehen. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch das Beste, was ihr sagen könnt. Dunwall Tower. Eingang, erster Stock, zweiter Stock. Das ist hier der Hof, wo wir mit der Kurzen gespielt haben. Das wird eine schwierige Geschichte. Fünfter Eintrag. Teague Martin ist jetzt Oberaufseher. Er ist ein intelligenter Mann und seine Ideen haben uns schon weit gebracht. Wenn man seine Herkunft bedenkt, kann er höchst zufrieden mit sich sein. Jetzt steht fest, dass die Aufseher unsere Forderungen unterstützen werden, welche das auch immer sein mögen. Nur noch ein Mann steht jetzt zwischen uns und der vollständigen Kontrolle über das Kaiserreich, der Lord Regent. Entschuldigung. Der Lord Regent wird schon bald der scheußlichen Maske Corvus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Da hege ich keinen Zweifel. Aber wie geht es dann weiter? Ja, dann kommt Emily auf den Thron. Das ist doch wohl logisch, oder? So, was ist hier los? Hier ist eine Rune. Ich höre eine Rune. Das ist nicht der Jahrgang, den ich wollte, du Schwachkopf. Meine Güte, stell sie hin. Lass die Flaschen hier und verschwinde. Ich schreibe hier meine Memoiren. Okay. Der arme Pandy, der kann nichts machen, weil ihn immer der ungehobelte Typ von Wallace, der Wallace halt ist, durcheinander bringt. So. Achso, wir waren noch nicht bei Emily. Aber was wir jetzt erstmal machen, ist eine ganz, ganz kleine Aufnahmepause. Ich werde dann ganz kurz speichern und bin gleich für euch wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und weiter geht's, würde ich mal sagen. Okay. Warte mal. Achso, das ist in dem Paket drin. Okay, ich wollte schon sagen. Ich habe vergessen, dass da die Rune war. Und er widmet sich dem Wohl der Gemeinschaft und der Stadt. Wir schauen jetzt mal, ob hier noch wieder was Neues gibt. Das ist nicht der Jahrgang, den ich brauche. Achso, den hatten wir schon. Okay. Weil die Tür wieder zu war, deswegen. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal nach oben und schaue mir an, was wir ein Paket bekommen haben. Kann ja sein, dass das irgendwas Cooles ist. Rune. Der Lord Regent holt die Notiz und das Paket in deinem Zimmer ab. Okay. Anonyme Notiz. Wer immer Sie auch sind, ich muss Ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boy-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben Sie mir einen Gefallen getan, also verdienen Sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu einem Ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Okay, also eine von den Boy-Schwestern, die ist dankbar dafür. Ich meine, ist ja okay, ist ja ganz schön. Trotzdem, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, dass wir sie leben gelassen haben. Sie hat es irgendwie nicht verdient, finde ich. Aber egal, wir schauen jetzt erstmal, was Emily macht. Ich habe immer noch einen Frosch im Hals, Entschuldigung. Zähnermütze. Hallo. Ah. Ja, ja, sage ich ihr. Aber du musst trotzdem lernen. Als Kaiserin hast du richtige Lehrer, einen für jedes Fach. Und viele Diener. Wird sie Spione haben? Ja, antworte ich. Ich denke schon. Und Ratgeber? Ja, du wirst sie kaum zählen können. Sie will einen Konditor. Nun sage ich ihr, du wirst eine ganze Küche mit einer Armee von Köchen bekommen. Und natürlich fragt sie, ob sie jeden Tag Kuchen haben kann. Wenn du willst, meine junge Kaiserin. Und dann kichert sie immer. Manchmal wird sie sehr traurig, wenn sie sich erinnert. Sie denkt an ihre Mutter. Es ist ein halbes Jahr her. Und Emily scheint tapfer, doch manchmal höre ich sie weinen. Sie denkt, dass ich schlafe. Arme, arme Emily.
Die muss echt ganz schön viel durchmachen für ihr Alter. Guck mal. Den Tower, wo sie jetzt wohnt, da hat sie einen Regenbogen gemalt. Also ihr gefällt's hier. Ihr gefällt's hier wirklich. Ja. Tut mir wirklich leid, dass sie so viel durchmachen muss. Und jetzt muss sie dann auch noch ein ganzes Land regieren, ja. Und ich bin mir unsicher. Ich wüsste gern, wo Emily ist. Ich hätte gerne mit ihr noch geredet. Ach so, und einmal schauen. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Was ist das denn da? Sitzt da jemand? Corvo? Emily versteckt sich wieder. Das war anfangs ein Spiel, doch jetzt will sie mich damit ärgern. Können Sie sie zu mir schicken, wenn Sie sie sehen? Es ist Zeit für den Unterricht. Okay. Okay. Also... hat Emily keinen Bock auf Unterricht, sagst du? Ist ja auch vollkommen okay, finde ich. Man muss ja auch nicht immer nur pauken und pauken. Ich mache mir eher Sorgen, dass Emily was zugestoßen ist. Komm ich denn jetzt hier am besten noch mal rüber? Ach Mensch. So, ich muss mal ganz kurz die Nachtsicht ausmachen, weil das mir ein bisschen auf den Keks geht. Also die Emily ist ja hier nicht. Wir haben ja den Turm jetzt durchsucht. Mal gucken. Ach. Sei leise. Ich verstecke mich vor Callista. Sie mag das Spiel. Nee, sie mag's nicht. Wir haben das doch auch gespielt, oder nicht? Weiß nicht, warum Verstecken so lustig ist. Hier. Das habe ich am Flussufer gefunden. Ich sehe dich leider nicht. Ich habe den Glücksbringer unter mein Kissen gelegt, aber dann hatte ich Albträume. Ich schenke es dir. Nimm ruhig. So, Hausaufgaben. Verstecken wird langsam langweilig. Danke. Danke, wie auch immer du mir das jetzt gegeben hast. Ach, du bist hier gewesen. Emily? Irgendwie ist das ein bisschen buggy, ne? Manchmal spricht Callista im Schlaf, aber man versteht es kaum. Mhm. Ich hätte gern mein eigenes Zimmer. Oh. Mäuschen, kriegst du alles bald. Und? Was sagt man? Was sind die Hauptinseln des Kaiserreichs? Serkonos, Gristle, Tyvia und Morley. Und welche ist die größte? Bristol. Und die ist auch die beste. Wie funktioniert Walöl? Das ist eine Fangfrage. Das weiß keiner. Nicht einmal Piero. Entschuldigen Sie, Corvo. Aber ich fürchte, Sie lenken das Mädchen zu sehr ab. Willst du mich verarschen? Ich kontrolliere deine Lehrmethoden, okay? Mein Gott, ey. Die ist aber zickig, oder? Irgendwie sind die ganzen Weiber zickig. Die denkt auch, ich schaue die an, weil ich sie umbringen will. Keine Ahnung, was hier abgeht. Manche Dinge, ne? Muss man nicht verstehen. Entschuldigung, dass ich mich so viel räuspern muss in letzter Zeit. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich kann alles herstellen. Fast alles. Ich weiß. Ich möchte was kaufen. Wenn ich es noch nicht gekauft habe, habe ich nicht. So. Mehr brauchen wir nicht. Okay, also das Paket war tatsächlich ja eine Rune gewesen. Deswegen musste ich ja nochmal schauen, was wir... Also ich weiß jetzt echt nicht. Wir könnten höchstens Zeit verlangsamen machen, aber macht nicht wirklich Sinn. Also, es macht keinen Sinn. Ich werde nicht mehr einsetzen. Den Rest mache ich nicht. So. Bereit, den Lordregenten zu treffen? Es wird Zeit, dass... Warum fahren die sich alle übers Gesicht? Höchste Zeit. Ja. Das können wir machen. Das ist so strange, ne? Die machen immer...
Ich weiß auch nicht, was da abgeht, ne? Dunwall Tower. Die Rückkehr zum Tower. Es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lord Regenten zu beenden. Und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiserin gekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunwall Tower zurückkehren und in das Gebäude eindringen, in dem du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lord Regent die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Monaten auf irrwitzige Weise verstärkt und verfügt über einen stark gesicherten Schutzraum, in den er fliehen wird, wenn du einen Alarm auslösen solltest. Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lord Regenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen sind. Könnte interessant sein. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Gleichfalls, Samuel, gleichfalls. Keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Missionshinweise. Du bist zum Dunwall Tower zurückgekehrt, wo alles begann. Es ist an der Zeit, der unrechtmäßigen Herrschaft des Lord Regenten Hiram Burrows ein Ende zu setzen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Sagst Kletterpartie und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das einsehen soll. Ich würde halt viel lieber porten, aber ich glaube, ich muss schwimmen, oder? Ist nicht so wild, das kriegen wir hin. So, erstmal bevor wir wieder irgendwas übersehen. Doch direkt. Ist jetzt nicht so weit, ne? Ich guck mal, ob das irgendwie hier geht. Ja. Eine Leiche. Und hier ist jetzt noch ein Artefakt. Zähe Haut. Ich schau mir das mal an. Maximale Gesundheit leicht erhöht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, das kann weg. So. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Genau. Mir. Kurz. Dachte ich, wir würden uns die Hände schütteln, aber nein. Ruhe. Weißt du, was wir erstmal machen sollten? Das, was wir immer machen sollten. Wichtig. Okay, das ist hier so ein Stromschlagapparat. Ich hoffe einfach, dass das Ding nicht schafft, uns zu killen. Super. Verarbeitetes Walöl. Okay. Ich mach das aber trotzdem wieder an. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Als manchmal, ne? Wir machen das jetzt so. Das ist jetzt die Ablagestelle für Wachmänner.